Ja, herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Ich bin immer noch, und das schon seit sehr langer Zeit, zumindest nach meiner Zeitrechnung, und auch sehr intensiv mit dem Spiel hier beschäftigt, The Last of Us Part 2 in der remasterten Version, obwohl ich jetzt das, was ich hier erlebe gerade, noch nie erlebt habe, auch nicht in der normalen Version, weil ich so weit nie gekommen bin. Ich bin von John gewarnt worden, vor einiger Zeit schon, dass irgendwann eine Stelle kommt, die so schwer sein wird, dass ich sie nicht schaffen werde. Und da bin ich mir auch ganz sicher, ich werde nicht im Ansatz das schaffen. Und ich muss mal sagen, das ist auch so gruselig, dieses Spiel. Es ist echt der Hammer. Tipp? Geht's da rein? Aha. Ja, was soll ich sagen? Ist auch ein bisschen schwierig, weil ich jetzt auch filmen möchte, muss ich es hier im Raum ein bisschen heller machen. Das Ganze hier spielt alles im Dunkeln. Schwer zu erkennen. Ich würde sagen, erstmal geht's los mit dem Video jetzt, oder? Machen wir ihn nochmal, ich mache nochmal hier den Krankenwagen auf. Mal gucken, mal sehen. So. Wir versuchen nach Medikamenten übrigens gerade. Herrschaftszeiten. So, erstmal noch hier gibt's genug Sachen zu sammeln. Mach auf das Ding. Nix drin. Auch nichts drin. Also ich bin hier in dem Krankenhaus gerade, wo damals im ersten Teil das Virus ausgebrochen ist. So, das ist schon mal geschafft. Medikamente habe ich schon mal. Die brauche ich nämlich, um eine andere Person, die gerade sehr, sehr krank ist, zu retten. Ich wusste es. So. Dieses Spiel ist einfach der pure Stress. Mach schon das Ding auf. Ich krieg hier die Krise. Alles im Dunkeln, war ja klar. Renn! Auf. So, jetzt. Es tut mir leid, weil ich schon angespannt wirke. Ich bin auch angespannt. So. Na, super. Waffe. Jetzt geht's los mit dem Video. Stefan braucht meine Hilfe, helfe ich ihm natürlich gern. Ich kann mich auch noch an diese Mission erinnern. Irgendwie mag ich sie, aber irgendwie hasse ich sie auch. So. Ich weiß nicht, ob ich so viel dabei reden kann, weil tatsächlich strengt mich diese Mission auch sehr an. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß ja noch, was mich gleich erwartet, und ich glaube, ich werde auch das nicht First Try schaffen. Vor allem, weil Stefans Munition fast immer leer ist und immer mit wenig Leben startet. Und Stefan natürlich wieder die falschen Waffen ausgerüstet hat. Aber jetzt habe ich die Chance. Der Großteil ist erledigt, jetzt nur noch dieser Kleine hier. Nee, er lebt noch, hä? Ach so, ich hab's falsch in Erinnerung. Ich dachte, diese Animation kommt erst, sobald dieses fette Vieh stirbt. Egal, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt krieg ich's hin. Ich hoffe, der hat's auch gespeichert, dass hier die... Nee, das ist schon ab. Okay, Checkpoint war.
So, jetzt ist das Vieh tot. Warum ging das so schnell? Verstehe ich auch nicht. Bei mir hat das immer viel länger gedauert. Weil ich die besseren Waffen ausgerüstet habe, wahrscheinlich. Nee, eben nicht. Ich glaube einfach, Stefan spielt auf einem etwas leichteren Schwierigkeitsgrad. Das kann ich so nicht bestätigen. Schwer genug. Aber du spielst auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad, ne? Ganz normal, hab ich eingestellt. So, mal gucken, ob ich einen Ausgang auch finde. Weil irgendwo ist auch noch dieses Scheißvieh. Das hat sich ja da gelöst. So, jetzt kommt gleich nochmal dieses Vieh von der Seite, meiner Erinnerung nach. Ich weiß nur nicht wann. Hier gleich irgendwo. Ich glaube jetzt von rechts. Ja. Oh, scheiße, hab ich nicht nachgeladen. Wo ist denn das Vieh? So, wenn das weg ist, dann ist der schwere Teil eigentlich geschafft. Ich weiß eigentlich schlagen, ich weiß es nicht. Oh, das fuckt mich ab mit den ganzen Waffen, die Stefan falsch ausgerüstet hat. Auch, dass er keine Schrotflintenmunition mehr hat. Ich glaube. Ich musste vorher diese Bluter da ausschalten. Bloater oder Klicker? Ach, was weiß ich. Ich glaube Klicker wohl eher. So. Da ist das Vieh. Ich darf mal eben kommentieren. Das sind so Szenen in dem Spiel, wo ich mir ganz sicher bin, dass ich das niemals geschafft hätte, weil ich da viel zu angespannt bei bin. Und ich auch alles zum ersten Mal erlebe und nicht wie bei John schon zum wiederholten Male, der es ja schon mehrmals durchgespielt hat, das Spiel hier. Aber es ist der Wahnsinn. Nichts für schwache Nerven. Oh, super, dass Stefan nur ein Medkit dabei hatte. Der Rest ist verbraucht. So. Geschafft? Ja. Du bist mein Held. Ich weiß. Ja, da ich vorhabe mit John demnächst in Osterferien ein bisschen zu verreisen. Und Simone ja bei der letzten Kölnfahrt, wie lange ist das schon her, versprochen hat, das Auto sauber zu machen mit ihrem neuen Staubsauger. Das haben wir ja das super Ding hier. Ich habe das jetzt gar nicht hochgehoben. Ja, so schwer ist das, ne? Mein super Dyson. Ja, und heute ist es soweit. Und wir sind bei der Kamera live dabei. Diesen denkwürdigen Augenblick. Wie lange hast du eigentlich schon versprochen, das zu machen? Du, ich gehe ja nicht jeden Tag zum Auto. Wir fahren ja auch nicht jeden Tag. Und das ist mir doch egal, wann das gemacht wird. Das ist eben unser Unterschied. Wenn ich sage, ich mache was, wird es sofort gemacht. Bei Simone dauert es einfach ein paar Wochen, ne? Ist das so? Ja. Oh, Moment, du, ich erwische dich auch noch. Ja. Mir fällt nur gerade nichts ein. Das war klar. Da steht das Schmuckstück und ich weiß, ein Auto ist nur ein Auto, habe ich immer gesagt. Aber dieses Auto finde ich wunderschön. Ja, und dann muss ich mal eben gucken. Ich weiß auch nicht, wie der Kofferraum aussieht. Warum ist gut? Den hatte ich schon mal ausgesaugt. Es ist natürlich schwierig, das Ganze bei John hinten auf dem Rücksitz ohne Licht das zu machen. Ich habe gar nicht viel Dreck erkannt. Wo aber richtig viel Dreck ist, ist bei mir an der Fußmatte auf dem Beifahrersitz. Das wird bei Stefan nicht anders aussehen und das mache ich mal eben weg. Ja, und wenn man den Sitz zurückfährt, was findet man da? Da liegt ein Regenschirm unter, ein Knirps, den ich schon Ewigkeiten gesucht habe. Der scheint mir aus dem Rucksack gefallen zu sein. So, hier ist es nämlich super dreckig. Neue
würde ich sagen. Und das sind wieder typisch wir, die das hier in der dunklen Garage machen und nicht mal das eben auf die das Auto mal eben auf die Straße fahren, wo man dann im Tageslicht vielleicht besser die ganzen Fussel und alles sehen könnte. Aber ich glaube, ich bin zufrieden. Also Stefan, ich habe die nächste Autofahrt mit dir als Fahrer gut. Ja, Madame möchte wieder gefahren werden. Und da glaubt sie jetzt, weil sie 1 Euro eingespart hat, den wir sonst für eine Tankstelle für so Staubsauger gebraucht hätten, dass du jetzt was Tolles gemacht hast, oder? Ja, natürlich. Ich habe meinen kostbaren Feierabend dafür verwendet. Also wie teuer war hier der Staubsauger eigentlich, wenn ich fragen darf, den du jetzt zum ersten Mal für solche Sachen verwendet hast? Habe ich mir aus Köln mitgebracht. Ich habe nicht gefragt, wo du den her hast. Ich habe gefragt, wie teuer der gewesen ist. Da wollen wir lieber mal nicht drüber sprechen, ne? Wir haben gerade alles aufgebaut für eine Challenge. Die Challenge werde ich aber nicht bestreiten, sondern die beiden Jungs gegeneinander. Es ist eine Wasser-Challenge. Jeder hat ein Gefäß mit Wasser. Und die Schwierigkeit ist, sie werden abwechselnd hier in das Glas das Wasser gießen. Und bei wem es überläuft, das Wasser, der hat verloren. Oder wer kein Wasser mehr hat in der Flasche, der hat natürlich auch verloren, der nicht mehr gegensetzen kann. Also ich bin gespannt, ob das so funktioniert, ob ihr es kapiert habt und wer von den beiden hier als Sieger hervorgeht. So, wer anfängt? Ching Chong Chong mit Brunnen. Oder wenn man es heute politisch korrekt ausspricht, Schere, Stein, Papier. Okay. Wirklich? Ja, also 1, 2, 3. Dann hast du gewonnen. Also... Fängst du jetzt an oder du kannst jetzt aussuchen, ob du anfangen willst oder ob ich anfangen soll? Du sollst anfangen. Das mit Kohlensäure. John macht schnell. Wenn man genau hinschaut, ist der Wasserspiegel schon über dem Glasrand. Oh, Junge. Ja, okay, bei dem wird es jetzt überlaufen, weil er schon auf dem Glasrand drauf ist. Leider auch gesehen. Auf Johns Seite ist es übergelaufen, Stefan. Ja, was? Dann habe ich wohl verloren. Hier läuft es immer noch. Ja. Tschüss, Stefan. So, der Gewinner darf das Glas austrinken. Auf Ex. Nee. Ja, war eine gute Idee. Würde ich übergelaufen? Ich kann es gar nicht glauben. Ja, doch, offensichtlich. Na gut, okay. Ja, wie sagt man so schön, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt, würde ich mal sagen. Ja, hier fährt jemand. Ich schiebe, ja.
Ja, bei diesem schönen Frühlingswetter sind wir unterwegs. Wo geht's denn hin, Simone? Ja, zur Packstation, aber wie gesagt, nicht alleine. Ich brauche Verstärkung oder du brauchst Verstärkung. Es warten nämlich 3 Pakete auf uns. Genau. Wollen wir mal sehen, was uns da Schönes erwartet. Hier in Bremen geht wieder mal nichts. Hier ist nämlich gerade ja, Lärm und Feierabendverkehr. Man ist wieder mal zu Fuß schneller als mit dem Auto unterwegs. Da sind wir doch froh, dass wir zu unseren Fahrrad schieben und nicht das Auto schieben müssen. Ja, und zu unserer Arbeit kein Auto benötigen. Ja. Unser Auto nur für die Freizeit haben, zum Glück. Hier in Bremen ist das wirklich ganz, ganz schrecklich mit dem Autofahren. Ja, und ich muss auch sagen, mir wird auch was fehlen, wenn ich morgens diesen Spaziergang nicht hätte. Also diese Bewegung und auch nach der Arbeit, da wäre ein Bürojob, das ist schon wichtig irgendwie dann. Als wenn man sich danach noch ins Auto setzen würde und bequem nach Hause gurken würde. Wir können jetzt dem Schiedwetter trotzen und uns ein Eis kaufen, einfach mal so auf spontane Art. Was hältst du davon? Ich habe kein Geld mit. Ja, ich aber schon. Oh. Dann bist du eingeladen. Mach ich. Nicht farbenfroh. Ich habe die Sorten Kinderschokolade, habe ich noch nie irgendwo gesehen und gegessen. Toffifee, sieht man hier oben drauf. Und Haselnuss. Haselnuss oder Nuss muss ich immer probieren, wenn ich irgendwo in einer Eisdiele bin. Ich habe schon vergessen, was ich genommen habe. Waldmeister, Pistazie und irgendwas noch. Das erste habe ich jetzt vergessen. Aber auch irgendwas Grünes war es, glaube ich. Auf jeden Fall wird es lecker werden. Schmeckt? Es ist sehr, sehr lecker. Trotz dieser komischen Holzlöffel, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber doch, also sehr lecker. Oh, gute Idee, Stefan, super. Ja, so bin ich, ne? Sehr großzügig, war nämlich ganz schön teuer, muss ich sagen. Die Kugeln sind ganz schön teuer geworden. Aber so eine große Portion, muss man mal sagen, ne? So, ne, mecker nicht immer, genießen wir jetzt. Mm. So, wir können weiter, bin fertig. Ich auch. Nummer 3, die Sorte war übrigens bei mir After Eight, die ich vergessen hatte. Und Toffifee war mein Highlight. Sehr lecker. Bei mir war es After Eight und natürlich Pistazie. Ganz, ganz wichtig und sehr lecker. Oh. Ach du liebes Lieschen. Oha. Also, gut, dass ich mein Fahrrad mit habe. Gut, dass ich Stefan mit habe. Der wollte eigentlich noch zu Hotshots. Der kommt jetzt mit nach Hause. Müssen wir erstmal gucken, wie wir das mitkriegen. Geht's? Nicht ganz gut ohne deine blöden Fragen. So. Ja, da musst du gucken, der könnte kaputt gehen. Wir hätten auch ein Postauto nehmen können für die ganzen Pakete. Hier eins, da eins, hier eins. Hier eins an der Seite. Und das Schwere hier, was hier hinten steht, kommt aus Bayreuth. Ja. Das klingt sehr gut. Kommt mir vor wie ein Packesel hier. Musst du ja dein Eis natürlich auch verdienen, was du von mir ausgegeben bekommen hast, ne? So, doch noch geschafft. Wir sind hier bei Hotshot, wo ich ja hin wollte. Was ist das? Das ist ein Gebrauchtwarenladen für Tonträger. CDs, Schallplatten, Kassetten glaube ich nicht. Ja, da bin ich einmal die Woche mindestens in der letzten Zeit und suche noch ein paar Sachen, die noch in meiner Sammlung fehlen. Obwohl ich auch meistens nie was finde. Aber mal gucken, wie es heute aussieht. Habe ich schon. Heute sind mal gute Sachen hier, muss ich mal sagen, die ich so von früher kenne. Das überlege ich mir noch. Zwei tolle Kinderbücher von Ottfried Preußler. Die kleine Hexe und kleine Gespenst. Also dieses Buch habe ich früher geliebt. Mhm.
Episode. Ach, das ist von Clone Wars, ne? Ja, ich tue es wieder zurück. Ich glaube, wir haben das schon. Zumindest teilweise. Oder eins davon. Und wenn das Buch gut ist, muss das Hörspiel lange noch nicht gut sein. 5 Euro gespart. Nichts gefunden wieder mal. Hat ja schon gesehen, wie wir die Pakete hier hergeholt haben. Das hier ist von Timo. Und was hat Timo uns neben einem Brief wahrscheinlich, den wir dann in Ruhe lesen werden, noch geschickt? Oh! Ey, Bueno. Da sind wir beide gerade irgendwie. Oh! Oha. Und wieder was ganz Besonderes. Ein besonderes Zwickel. Und, oh Gott, das geht noch weiter. Hessebub. Dann. Nichts kaputt gegangen. Kann ich von hier auch nicht lesen. Die Kamera sieht es hoffentlich. Und Stefan freut sich hinter der Kamera. Und noch so eins. Ja, wunderbar. Also. Ja, da muss ich schon mal sagen, vielen herzlichen Dank. Das ist wirklich total nett. Das sind total für mich die seltenen Biere, die ich noch, wo ich noch nie was von gehört habe. Bin ich sehr gespannt drauf. Herzlichen Dank dafür. Da wird sich meine Bier-App freuen. Ich bin ja immer dabei, dass ich möglichst viele verschiedene Biere in meinem Leben probiere. Und ich sehe gerade, Simone gibt mir ein Zeichen, da ist noch irgendwas zu erzählen. Genau, also Timo hat einen Brief dazu gelegt und er hatte dir das schon angekündigt, diese Sorten aus seiner Region. Wenn ich es richtig sehen kann, ist das alles aus dem Westerwald. Also lieben ich glaub, Dank. Ich erinnere mich daran, ja genau. Timo und Familie, und den Autogrammwunsch erfüllen wir natürlich auch. Paket Nummer 2, das ist von Helmut aus Essen. Der hat uns ja wirklich schon, ich weiß nicht, ganz, ganz viele großzügige Pakete geschickt. Auch hier wieder ein paar nette Worte an uns gerichtet, die wir gleich lesen werden. Und, oh mein Gott, ja, das ist schon das Osterpaket, würde ich sagen. Wollte ich schon sagen. Mit Ostersüßigkeiten. Rockstar, das wird wohl für dich sein, John. Rockstar, auch genannt Rockstar. Rockstar. Was ist hier drin? Rettungspapier. Gut eingepackt. Mach es ein bisschen spannend. Was ist das denn? Rouge. Das könnte. Oh, das ist ein Rotwein. Das ist aber eine tolle Flasche. Sieht gut aus. Dankeschön. Noch eine Flasche. Oh mein Gott. Leo, wieder für Stefans Sammlung. Und neben den ganzen Süßigkeiten. Oh, dem Bisschen ist was kaputt gegangen. Ja. Ein Osterhase wurde zerquetscht. Oh. Oh, ein Bügelverschluss. Noch ein Zwickelbier. Also, vielen lieben Dank, Helmut. Oh, kann gleich schon anfangen zu naschen. So, und dieses habe ich mir schon gedacht, was da drin ist, als ich das die Treppe hochgeschleppt habe. Steht ja auch drauf, hier gibt es bier.de. Das ist der reine Wahnsinn. Ich möchte nicht wissen, wie teuer das gewesen ist. Fränkische Grüße auf jeden Fall. Lieber Stefan, ich sehe eure Videos schon seit einigen Jahren und bin begeistert, wie ihr uns an eurem Privatleben teilhaben lasst. Dies ist nicht selbstverständlich. Da ich weiß, dass du Bier sehr magst, hier ein kleines Präsent für dich. Hoffe, es sind Biere, die du noch nicht kennst. Gruß, Markus. Kann ich aber das bitte mal zeigen? Allein die Portokosten für dieses Geschenk. Ein Wahnsinn. Da bin ich ja fast traurig, dass ich mit John schon ganz bald verreise und mich nicht gleich hier in den Genuss stürzen kann. Aber dann freut... Also, ich kenne davon gar nichts bisher, muss ich mal sagen. Also, das ist gut für deine App. Das ist wirklich nicht nur gut für die App, das ist auch... Das ist ein Genuss. Da muss man jedes einzelne Bier muss man da genießen, weil man das wahrscheinlich so schnell nicht wiederbekommt oder wahrscheinlich gar nicht wiederbekommt. Vielen, vielen Dank dafür. Sag noch mal kurz was zu deiner App, weil dann auch wieder ganz viele Fragen. Ich hab so eine App, wo ich nicht jedes Bier, das ich trinke, eintragen kann, sondern möglichst viele verschiedene Biere. Da kann man die bewerten und ja, das ist eigentlich alles. Also nicht so was Besonderes, aber mir macht das Spaß. Und
Ich bin erstaunt, wie viele Biere man schon in seinem Leben so kennengelernt hat. Und durch sowas hier, ich glaube, da verkenne ich gar keins. Alles ist nämlich alle rausgeholt. Also vielen Dank, vielen, vielen Dank für alles, für alle Geschenke, die wir hier gekriegt haben. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist einfach nur nett von euch. Ja, und ich würde wir sagen, danke. Wir sagen danke. Und wir werden jetzt mal eben uns ans Sachenpacken machen. So, Sachen haben wir noch nicht gepackt. Das habe ich gestern mal so gesagt. Heute ist ja erst Donnerstag und wir fahren ja erst weg am Samstag. Wir hatten heute einen tollen Tag hier an der Schlachte bei 18 Grad und Sonnenschein. Der Feierabend war gelungen. Es war Simones Idee. Genau. Frühfeierabend machen du ja wie gewohnt, aber ich habe auch früher mal Feierabend gemacht. Ich fange ja auch früh an zu arbeiten, nämlich um 5 Uhr morgens. Was hier? Das muss ich doch rein. Na, ich sag ja nur, das ja. Hört sich wieder so an. Du Jammerlappen. Jammerlappen? Ich habe gar nicht gelesen. Dann jammer nicht. Ich habe gar nicht gelesen. Dann jammer nicht. Egal. Auf jeden Fall einfach nur hier sitzen, bisschen genießen, bisschen so in die Ferne gucken, aufs Wasser gucken. Einfach nur so ein bisschen abchillen, oder? Das ist schon Erholung pur. Wird es auch werden, wenn ich dann mit John alleine unterwegs bin. Das für mich auch. Erholung pur. Für mich auch. Ja, gut, mehr wollte ich gar nicht sagen. Aber es ist noch herrlich hier, so eine Abendsonne um 16.20 Uhr. Abendsonne ist auch gut, aber ist schon so ein bisschen ein Hauch von Frühling auf jeden Fall. So, mehr wollte ich gar nicht sagen. Aber gleich, wenn wir zu Hause sind, dann muss ich meine Sachen packen. Tja, ist so. Kann ich dir auch nicht bei helfen. Nö, sollst du auch gar nicht. Das fehlt mir noch. Wer die letzten Videos verfolgt hat, weiß, vor nicht allzu langer Zeit saß ich auch neben meinem Koffer und es geht tatsächlich in dieselbe Richtung. Und zwar, ich war auf Klassenfahrt in Niederlande, wir waren in Den Haag und Rotterdam und ja, da geht es tatsächlich jetzt auch hin in die Richtung Den Haag, haben wir uns als festes Ziel genommen und den Rest machen wir spontan, so Roadtrip-mäßig. Wie lange wir wegbleiben, wissen wir noch gar nicht, auf jeden Fall. Ja, was hat mich so an Den Haag fasziniert? Hört sich vielleicht albern an, aber ja, im Vergleich zu Deutschland ist die Stadt echt krass, also viele meinten auch irgendwie so, gibt einem so ein bisschen Amerika-Vibes, konnte ich ein bisschen nachvollziehen, aber da gibt es dann auch noch viel größere Unterschiede, aber was auf jeden Fall gleich ist, was mich auch sehr gefreut hat, als ich da war, ist, die Burger schmecken tatsächlich wie in Amerika, also wenn man die richtigen Läden kennt und ja, wie soll ich sagen, seit Amerika habe ich mich selten in McDonald's noch und so reingetraut, weil es hier in Deutschland wirklich alles Arsch schmeckt und dort war es noch. Es war genau wie in Amerika, also es kommt auf den Laden zwar drauf an, aber wir hatten immer Glück und haben gute Burger gegessen. Aber es geht nicht nur um Burger, auch die Stadt an sich, so von Aktivitäten, die man dort machen kann, ist cool. Und ja, Koffer wird jetzt gepackt. So, ob wir einen Koffer nehmen für unsere Reise, die wir uns vorgenommen haben, oder eine Tasche. Ich glaube, ich nehme eine Tasche. Ich nehme hier meine uralte Becks-Reisetasche, die ich habe. Müsste eigentlich reichen. Ja, wo es hingeht, wie John schon sagte eben, wissen wir noch gar nicht, machen eine Art Roadtrip. Ja, es ist im März, es ist Frühling, es ist nicht USA, es ist etwas anderes, als wir gewohnt sind, aber ich bin gespannt, wie es ist, zumal ich ja Holland oder Niederlande noch gar nicht so richtig kenne. Ich freue mich da echt drauf. Und ich freue mich auch jetzt drauf, den Vlog zu beenden, aber vorher noch mal einen Blick aufs Essen, was wir gerade hier essen, was wir gleich essen werden. Es gibt leckere Shrimps mit Spaghetti. Und da John sich gerade verdünnisiert hat, können wir auch Spaghetti essen, er mag das ja nicht. Und ich würde sagen, damit beenden wir den Vlog. Und das macht das Ganze mal in die Simone. Ach, warum ich denn jetzt? Ich habe doch schon gekocht. Außerdem, es gibt keine Shrimps, es gibt Garnelen. Das sind Garnelen in Kräuter irgendwas. Also, wenn euch das Video gefallen hat, ganz besonders meine Challenge vielleicht für die Jungs, dann schreibt doch einen netten Kommentar, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter, lasst einen Daumen nach oben da, was soll ich noch sagen, seid beim nächsten Mal einfach wieder dabei, würde uns freuen. Ciao, ciao.